Die Fußposition auf der Fußraste beim Motorrad ist ja ein sehr, sehr bekanntes Thema und haben wir schon des Öfteren auf diesem Kanal thematisiert. Mir sind viele Fragen von euch gestellt worden in Bezug auf Fußrastenpositionwechsel, speziell eben in Wechselkurven oder in welcher Situation man die Fußposition auf der Raste wie genau hat. Ja, das Ganze ist ein bisschen komplexer. Wir haben dazu ein sehr aufwendiges Aufnahmevideo von einem Onboard gemacht mit einer verschiedenen Position der Kamera links und rechts am Motorrad, dass man gleichzeitig sehen kann, wie die Fußposition sich ändert beim Wechsel, beim Kurvenwechsel. Und auf das gehen wir jetzt in diesem Video mal ein. Und deswegen würde ich sagen, setze mich mal hier aufs Motorrad und zeige euch mal, wie ich die Fußrastenposition am Motorrad mache und wie ich sie empfehle zu üben, weil das ist ein Übungsfaktor. Also bleibt da dran, spannendes Thema. So, und das Ganze zeige ich euch jetzt bei dieser wunderschönen R1, die ein bisschen dreckig ist. Das ist nicht meine, Stefan seine, ich hätte ein bisschen putzen können. Gell, Stefan? Da zeige ich euch gleich jetzt die Fußrastenposition. Wenn ihr grundlegend Interesse am Motorrad habt und euch gern über Aktuelles und so weiter informieren möchtet und aber nicht immer in den Kiosk oder in der Tankstelle rennen wollt, um euch Zeitschriften, Magazine dafür zu kaufen, dann schaut mal bei Readly vorbei. Readly ist eine geile App, die nutze ich mittlerweile sehr oft, um mir halt einfach die aktuellen Motorradzeitschriften durchzulesen. Hin und wieder sind auch interessante Sachen für mich dabei im Thema Superbike. Und das Coole ist eigentlich, ich habe keine Zettelwirtschaft mehr. Ich habe früher immer viele Magazine gekauft und habe vor kurzem erst solche Stapel Magazine weggeschmissen, obwohl es eigentlich zu schade war. Aber ich habe keinen Platz mehr gehabt und es sieht halt irgendwie nach viel Müll aus, obwohl es hochwertig gedruckt ist teilweise. Und deswegen bin ich jetzt mittlerweile ganz happy, dass ich das zum einen am iPad, am Mac und auch am Handy habe, also auf mehreren Geräten nutzbar. Ich finde es eine geniale Idee, was die Engländer da gemacht haben. Das sind verschiedene Magazine aus verschiedenen Bereichen, Technik, Camping, was auch für uns interessant ist, lese ich auch viel nach bezüglich Motorhome und so weiter. Habe ich jetzt vor kurzem erst Problem gehabt hier mit Wassertank für mit so einem Silber das Wasser aufbereiten, bla bla bla. Und da ist echt genial, du kannst echt alles nachlesen. Und deswegen checkt es am besten unten in der Beschreibung den Link zu Readly aus und könnt das Ganze mit diesem Link testen. So, und jetzt steigen wir aber ein in den Fußrasten-Thematik. Jetzt rauchen gleich die Köpfe. Bis gleich. Ich lasse jetzt die Turnschuhe an, damit es ein bisschen bequemer ist, aber ihr könnt es euch bestimmt auch mit Motorradstiefeln vorstellen. Es gibt zwei wichtige Positionen der Fußraste, und zwar ist das einmal der Ballen und das ist die Hacke. Und ich habe schon mal gesagt, der Ballen muss auf der inneren Fußraste sein und die Hacke auf der äußeren Fußraste. Warum ist es so? Wenn du mal beobachtest und mal laufen gehst oder ich weiß nicht, ob du joggst oder ob du Fahrrad fährst oder ob du wanderst oder Walking oder wie nennt man das? Mit den Steckern, keine Ahnung. Dann wirst du feststellen, dass du in der Regel immer über diesen Ballen abrollst. Bei dem Thema Ballen oder Hacke geht es eigentlich ums Gewicht. Du wirst feststellen, wenn du läufst oder wenn du Fahrrad fährst oder irgendwas, Walking dergleichen, dann wirst du feststellen, dass das Abrollen des Fußes über den Ballen viel Gewicht erzeugt werden kann, wodurch du sehr viel Grip auf den Boden bringst. Das ist auch entscheidend, wenn du zum Beispiel in einem Outdoor-Terrain dich bewegst, wo viel Steine oder sowas sind, dann wirst du feststellen, du hast über den Ballen mehr Grip, weil du viel Gewicht drauf bringen kannst. Deswegen ist es wichtig, auf der inneren Fußraste den Ballen zu haben, weil auf der inneren Fußraste habe ich gezwungenermaßen das Gewicht von meinem Körper im Motorrad, beziehungsweise in der kurveninneren Seite am Motorrad. Weil ich kann ja nicht meinen Körper nach innen bringen und Gewicht auf die äußere Fußraste legen. Das geht ja nicht. Also du kannst dich nicht irgendwo hinlehnen und das Gewicht aber woanders verpacken, sondern das Gewicht durch die Erdanziehung ist halt mal auf der Seite, wo du bist. Also der irre Glaube, das Gewicht ist auf der äußeren Fußraste, den halte ich jetzt mal für
skurril. Nichtsdestotrotz ist die äußere Fußraste dennoch auch wichtig, komme ich aber gleich noch drauf. Somit, wenn ich das Gewicht in die Kurve hinein verlagere am Motorrad, habe ich automatisch das Gewicht auf der inneren Fußraste, was mir eigentlich nur die Möglichkeit gibt, den Ballen für die innere Fußraste zu nutzen. So, das gibt auch zusätzlich den Vorteil, dass ich natürlich nicht so leicht mit den Zehen am Boden schleife. Würde ich da in der Mitte vom Fuß stehen oder auf der Ferse stehen, dann bin ich natürlich sofort mit dem Fuß am Boden in der Kurve, was relativ wenig Sinn macht und auch gefährlich sein kann und schmerzhaft sein kann. So, das sind die Gründe, warum ich innen die Fußraste brauche. Und man merkt einfach, man kann sie da gut abstützen, man kann sich auch gut von der Fußraste wegdrücken, man kann sie nach oben oder nach innen drücken, weil man halt den Fuß auf der Fußraste am Ballen hat. Wenn das aber hingegen die äußere Fußraste ist, wenn ich jetzt das Gewicht auf die rechte Seite vom Motorrad bringe und das Gewicht quasi nicht hier mehr habe, gezwungenermaßen, weil es jetzt in die Richtung geht, wo ich mich hinbiege, dann habe ich eigentlich diese Fußraste mehr oder weniger, kann ich fast vernachlässigen. Viele vernachlässigen es wirklich, ist aber nicht zu empfehlen. Sondern diese Fußraste kann man nutzen und man kann da den Stiefel vom Motorrad relativ gut nutzen, weil die Stiefel in der Regel so einen Hacken haben, so einen Absatzhacken, wo man den Fuß schön in die Fußraste einhängen kann. Ich hänge mich da immer, das habe ich aber auch schon in den Körperhaltungsvideos bewusst immer gesagt, ich hänge mich regelrecht ins Motorrad mit dem Knieschluss. Und das ist, siehst du bei den Profis, wenn die hintereinander aufgereiht sind, siehst du überall die Fußspitze wegstehen, die hängen sich ein. Wenn das jemand nicht macht und den äußeren Fuß auch auf den Ballen hat oder mit den Ballen benutzt, dann stellt er oft fest, dass es sich leicht ist, den Fuß wegzustrecken, wenn er sagt, hey, ich fahre in die Box oder irgendwie sowas oder ich entschuldige mich beim Hintermann, weil ich ihn blöd überholt habe oder so. Wenn das extrem leicht ist, dann wird man feststellen, dass der Nutzen vom Einhängen quasi fast nicht gegeben ist. Weil wenn man sich da einhängt und den Fuß wegtut außen, dann stellt man fest, dass eine gewisse zusätzliche Halterung fehlt am Motorrad. Das ist einfach die äußere Fußraste. Und jetzt war die Frage, wie funktioniert das eigentlich mit dem Wechsel? Weil ich habe ja oft so Kurvenkombinationen, wo ich von der einen Seite auf die andere gehe, also rechts, links, Schikane oder irgendwie sowas dergleichen. Und dazu muss ich anfangen, schon vorher, schon beim Anbremsen, wo man sich darauf eigentlich vorbereiten muss. Und man sieht es ganz gut auf unseren Videos, die wir extra dafür aufgenommen haben, dass ich, wenn ich zum Beispiel in Misano Ende statt Ziel auf eine Rechtskurve zubremse, dass ich ja quasi schon mit der rechten Arschbacke drüben sitze, auf der Geraden mich quasi vorbereite und dann eigentlich schon den äußeren Fuß, also das wird ja dann gleich der kurvenäußere Fuß, weil ich weiß ja, da vorne kommt eine Rechtskurve, dann ist der eigentlich schon auf der Hacke und ich schalte ja dann auch noch runter. Da kommt eigentlich die Umkehrschaltung ja wieder zum Vorteil auf der Rennstrecke, weil ich kann den Fuß in der Hacke schon drin haben, bereit für die Rechtskurve, und kann währenddessen noch super runterschalten, kann den Fuß dann nach außen wegstrecken, bam, und kann in die Kurve mich hineinlehnen und sauber am kurvenäußeren Fuß mich in der Hacke einhängen. Wenn jetzt aber der Wechsel von rechts nach links kommt, wohlgemerkt, rechts habe ich jetzt meinen Ballen auf der Fußraste, links bin ich eingehangen, dann ist das Timing wichtig. Das Timing, wo man vom Motorrad von der einen auf die andere Seite steigt. Und ich sage immer, ich steige fast über den Gipfel vom Motorrad, weil ich gehe einmal zack, bumm, rüber. Und jetzt habe ich es eigentlich schon gemacht, ohne es zu beschrieben zu haben. Ich gehe nochmal zurück. Ich hänge mich von der äußeren Hacke, setze ich den Fuß zurück auf den Ballen, gehe hoch mit meinem Gesäß in die Luft mehr oder weniger, dann kommt der Knieschluss erst von der linken Seite, zuzüglich kommt dann die rechte Seite an den Tank, damit ich das Motorrad stabilisiere, währenddessen, dass ich nicht sitze. Und dann kommt das linke Knie auf, indem dass ich mich nach links rübersetze. Und dann erst hänge ich den rechten Fuß in die Hacke ein, also der rechte äußere dann in dem Fall. Um das jetzt nochmal von links nach rechts zu beschreiben, angenommen, ich komme jetzt von einer Linkskurve in eine Rechtskurve auf einen schnellen Wechsel, dann muss ich jetzt meine rechte Hacke wieder zurücksetzen auf den Ballen, gehe hoch, das zweite Knie kommt an den Tank, ich setze mich rüber, ich mache das rechte Knie auf und hänge den äußeren Fuß in den Ballen, in den Hacken. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Und dieser Ablauf, der ist ein bisschen ein Timing und ein Koordinationsproblem. Das muss man üben. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ich habe das zum Beispiel sehr gut gekonnt anfangs in Rechtskurven, konnte ich mich außen links super einhängen. Aber ich habe festgestellt, dass ich meine Defizite in den Linkskurven habe. Das heißt, in den Linkskurven bin ich immer so gesessen, dass der äußere Fuß nicht eingehangen ist, sondern auf dem Ballen war. Und habe dann einfach eine komische Haltung gehabt. Und wie habe ich das dann gelernt? War eigentlich folgendermaßen. Ich habe mich eigentlich immer bewusst darauf entschieden. Und dazu habe ich langsam erfahren müssen, dass ich eigentlich wollte oder können hätte, damit ich die Zeit habe, mich darauf zu konzentrieren. So, jetzt kann man wieder sagen, der Meindl ist wieder nerdig unterwegs und ja, wir wissen das ja alle schon und bla 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 bla. Leute, glaubt's mir, das ist nicht so unwichtig. Jeder, der vernünftig Motorrad fahren will, muss sowas beherrschen mit der Fußrastenstellung. Und ihr werdet sehen, ihr habt sofort einen Effekt, einen spürbaren Effekt, ihr fühlt euch wohl in der Kurve. Als ich das dann in der Linkskurve endlich auch gelernt habe, habe ich mich viel besser positionieren können. Ich war viel besser am Bike, habe mit meinem Oberkörper mehr arbeiten können, habe natürlich dann auch Rumpfmuskulatur etc. gestärkt, damit ich mich besser bewegen kann. Aber unterschätzt dieses Thema nicht und ihr vor allem, ihr müsst mit weniger Geschwindigkeit fahren, als ihr denkt, was ihr könnt, damit ihr einfach die Kapazität habt, darüber nachzudenken. Sonst geht es einfach nicht. So, und ich hoffe, das hat euch so ein bisschen was geholfen. Erzählt mir gerne eure Geschichte zum Thema Fußrasten. Was ihr da für eine Erfahrung gemacht habt, ob es euch leicht schwer getan habt, vielleicht habt ihr was ändern müssen, vielleicht habt ihr die Fußrasten ändern müssen, andere Fußrasten, die Fußrastenposition ändern müssen, andere Tankhaube, damit für eure Ergonomie das möglich war, so wie ich es euch vielleicht versucht habe zu erklären. Schreibt es gerne rein, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und teilt das Video mit euren Freunden, damit die auch lernen, wie man die Füße auf die Fußrasten setzt. Also, sichere Fahrt weiterhin. Wir arbeiten jetzt wieder ein bisschen was. Die A1, die müssen wir jetzt erstmal putzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.